Moin, willkommen zurück zu meinem Let's Play Gran Turismo. Heute fahren wir einen ganz alten Wagen wieder. Und ihr werdet schon sehen, wie leicht es ist, da zuerst zu werden mit dem Wagen. Und zwar ist es der Citroën 2 CV Typ A von 1954. Und so sieht der Wagen aus. Richtiger Sportwagen, richtig geil. Da holen wir schon den ersten Wagen. Und bis zum Ende habe ich alle überholt. Oh nein, er überholt mich wieder. Nein, nein, nicht wieder hinterherkommen. Okay, der Citroën 2 CV Typ A 1954. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Citroën 300 Prototypen eines neuen Kleinwagens mit ungewöhnlichem Styling entwickelt. Die meisten davon zerstörte Citroën nach der Besetzung Frankreichs selbst, da man befürchtete, dass die technologischen Geheimnisse in Feindes Hand fallen könnten. Nach dem Krieg 1945 wurde der einzige intakte Prototyp wieder vorgestellt. Die Franzosen hießen diesen Prototypen beim Pariser Autosalon 1948 mit tosendem Applaus willkommen. Und so wurde der Citroën 2 CV entwickelt. Citroëns Präsident Pierre Boulanger führte eine Liste strenger Anforderungen darüber, was der 2 CV bieten sollte. Er legte fest, dass er eine einfache Struktur haben sollte. Bei einer Fahrt auf Feldwegen mit einem Korb voller Eiern sollte diese nicht zerbrechen. Und die Passagiere sollten mit einem Zylinderhut in dem Auto sitzen können. Das Fahrzeug sollte auch mit 4 Passagieren und 50 Kilogramm Gepäck eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreichen. Wow, 50 km/h! Zu Beginn war der 2 CV als billiger gebautes Auto mit einer einfachen Weißblechkonstruktion gedacht. Im Alltagsgebrauch wurden alle Forderungen Boulangers erfüllt. Sogar mehr als das. Die zugrunde liegende Ingenieursarbeit war mit 4 Gängen, einer weichen Einzelradaufhängung für alle Räder sowie Scheibenvorderbremsen für die damalige Zeit sehr fortschrittlich. Das Auto war unglaublich vielseitig, zuverlässig und leicht zu bedienen. Das erste Modell besaß einen luftgekühlten Zweizylinder-OHV-Motor und hatte 6 Kilowatt. Bei einem Hubraum von nur 375 Kubikzentimeter. Der Name 2CV wurde vom französischen Kfz-Steuersystem abgeleitet, das die Steuerhöhe nach der Anzahl von Cheval Vapeur CV ermittelt. Der 2CV wurde mehrmals überarbeitet und in verschiedenen Varianten angeboten, bis die Produktion im Februar 1990 eingestellt wurde, bei beinahe 4 Millionen produzierten Autos. Ja, das ist der 2CV, auch genannt die Ente. Ja, und wie ihr seht, ich wurde schon wieder überholt. Und ich versuche wieder ranzukommen an den letzten. Weit und breit ist kein Auto zu sehen. Mano, bin ich langsam mit der Ente. Kann man heißt sie auch Ente? Hinter uns ist er. Ein wunderschöner Wagen. Wenn man ihn fahren möchte. Bei Gran Turismo 6. Und da werden wir schon wieder überholt. Oh Mann, ich will Erster sein und nicht Letzter. Ja, mit 2CV sehr, sehr schwer, Erster zu werden. Das war als erstes ironisch gemeint, wie schnell ich alle überhole. Da versuchen wir zu überholen. Kurz vor der Zielgeraden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss. Und ich werde überholt. Ich komme als Letzter ins Ziel. Bis dann.